Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehenden Chorizo Pickshots mit Blauschimmelkäsefüllung. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser heutiges Video mit der Erstellung von unserer Blauschimmelkäsefüllung. Dafür benötigen wir 150 Gramm Blauschimmelkäse, 1,5 Esslöffel Frischkäse, geriebenen Käse und einen Schuss Bier. Bei dem Blauschimmelkäse kann man nehmen, was man möchte. Da geht Gorgonzola oder auch Stilton oder. Ich habe so einen dänischen Blauschimmel genommen. Das Ganze habe ich noch mit Salz, Pfeffer und Knoblauch gewürzt. Aus meinem letzten Urlaub in Nordspanien zu der Osterzeit habe ich mir ein paar Chorizos mitgenommen. Und diese Chorizos werden heute in ca. 1 cm dicke Scheiben geschnitten. Ich muss mich an der Stelle als Rheinländer natürlich für meine Aussprache von Chorizo entschuldigen und sagen, dass es mittlerweile auch in Deutschland sehr viele gute Läden gibt, die Chorizos verkaufen. Zum Beispiel das Estillo Argentino in Köln. Dort gibt es auch Chorizos. Dann nehmen wir eine Scheibe Bacon und die drapieren wir jetzt um eine Scheibe Chorizo. In dem Fall ist es einfacher, wenn man den Bacon hinlegt und das Ganze dann so aufrollt. Ich habe schon vor ein paar Jahren mal ein Video zu Pickshots gemacht. Damals habe ich Weißwürste genommen. Seitdem habe ich Einreiseverbot in Bayern. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das bekommen habe, von daher ist es nicht dramatisch. Die Spanier waren hier wesentlich entspannter. Dann nehmen wir einen Zahnstocher und fixieren Bacon und Chorizo-Wurst miteinander. So, nun haben wir eigentlich so kleine fertige Schnapsgläschen, die wir dann gleich füllen können. Das Ganze wiederholen wir dann so lange, bis wir um jedes Scheibchen von unserer Wurst eine Scheibe Speck gewickelt haben. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist übrigens ein ganz, ganz tolles Fingerfood oder ein Appetizer für eure nächste Grillparty. Ganz bestimmt. Wer möchte und jetzt keine Chorizos bekommt, kann das natürlich auch mit ganz normalen vorgegarten Rostbratwürsten machen. Unsere Füllung gebe ich noch in einen Zip-Bag. Wer möchte und einen Spritzbeutel hat, nimmt natürlich einen Spritzbeutel. Ich habe keinen extra Spritzbeutel zu Hause, nur für Grillsachen. Dafür benutze ich das auch zu wenig. Kommt vielleicht einmal im Jahr vor. Von daher behelfe ich mir immer mit so einer Plastiktüte hier. Dann schneide ich unten an der Ecke einmal ein vorsichtiges Stück ab und befülle dann damit unsere Pickshots. Man kann sich hier sehr viele tolle Kombinationen vorstellen. Also einmal geht natürlich normale Rostbratwurst und Bacon mit einer zum Beispiel Fruchtfüllung. Kann mir hier sehr gut auch ein Fruchtpüree mit Frischkäse oder so vorstellen oder halt auch einfach anderer Käse. Blauschimmel und Frischkäse finde ich an der Stelle eine sehr, sehr schöne Ergänzung zu der Würzung der Chorizo und zu dem Salzgehalt von dem Bacon. Das ist auch der Grund, warum ich die Füllung nicht übermäßig viel mit Salz und Pfeffer gewürzt habe. Das Ganze ist schon an für sich sehr würzig. In der Zwischenzeit habe ich einen Anzündkamin vorbereitet. Der ist ungefähr halb voll mit ganz normaler Buchenholzkohle. Jetzt bauen wir ein indirektes Setup, das heißt die Kohlekörbe wandern an die Außenposition des Grills, links und rechts, und habe nun in der Mitte genug Fläche, um meine Pickshots dort nach einem kurzen Vorheizen und Reinigen meines Grillrostes auf den Grillrost zu setzen. Und solltet ihr jetzt an dem Punkt angekommen sein, wo ihr sagt, das möchtet ihr unbedingt mal nachmachen und ihr habt jetzt gar nicht aufgepasst, wie viel Mengen und was überhaupt an Zutaten eine Rolle spielte, kein Problem. Einfach in der Videobeschreibung einmal nachsehen. Ich habe dort immer eine komplette Auflistung von allen Zutaten für jedes Rezept. Dort findet ihr im Übrigen auch den ein oder anderen sinnvollen Link. Zum Beispiel zu meinen Fanpages 0815 Barbecue gibt es bei Facebook, bei Insta und bei TikTok. Dort könnt ihr mir folgen. Und natürlich auch zum Beispiel zu meinem Buch Barbecue the American Way. Befindet sich nur noch mit wenigen Exemplaren im Handel. Von gut und gerne 4000 Exemplaren haben wir 3800 Exemplare aktuell im Handel verkauft. Also, wenn ihr das nochmal ergattern wollt, dann müsst ihr euch dran halten. Nach 35 Minuten Garzeit sehen dann unsere Blauschimmel-Chorizo-Pickshots so aus. Wirklich richtig geil. Tolle Farbe und irgendwie geil. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren. Also ich finde die Kombination richtig geil. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hinterlasst mir doch auf jeden Fall einen Kommentar. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre es cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr. Und ich habe noch sehr, sehr viele kreative und spannende Grillrezepte am Start in den kommenden Wochen. Das verspreche ich.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.